Viele Christen leben in einer Situation, dass sie ein dringendes Gebetsanliegen auf dem Herzen haben, wofür sie lange und lange schon beten und beten und ringen. Und es scheint so, als ob sich nicht das Geringste tut, als ob nicht das Geringste passiert, als ob sie wie gegen eine Wand beten. Es gibt keinen Durchbruch. Betrifft das vielleicht auch dich? Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die wir einmal miterlebt haben, von einem jungen Ehepaar. Das Ehepaar wünschte sich sehnlichst ein Kind, aber es kam nicht dazu, die Frau wurde und wurde nicht schwanger. Und dann besuchten sie eine Konferenz, einen Gottesdienst, und dort wurde anschließend für die Anliegen der Zuhörer gebetet. Und die Predigerin hatte auf dem Herzen, gezielt Leute nach vorne zu rufen, wo sie gesagt hat, ich glaube, ihr wünscht euch ein Baby und wir möchten dafür beten, dass ihr ein Baby bekommt. Und unsere Freunde stürzten Hals über Kopf nach vorne, um dieses Gebet zu bekommen. Und als die Predigerin zu ihnen kommt, fragte sie noch, was wünschst du dir? Und die junge Frau sagt, Zwillinge. Zwillinge. Und dann warten sie ein Monat, zwei Monate, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr. Und die junge Frau wurde und wurde nicht schwanger. Aber das Eigentümliche bei der Sache war, dass auf den Tag genau, ein Jahr nach diesem Gebet, nach diesem Gottesdienst, die Schwester der jungen Frau Zwillinge bekommt. Und bei aller Freude hat das unsere Freundin schon auch zermürbt. Es hat sie wirklich getroffen. Und sie hat zu Gott gesagt, du hast dich in der Adresse geirrt. Gott, du hast dich in der Adresse geirrt. Ich war derjenige, der dafür gebetet hat. Und nicht meine Schwester. Geht es dir vielleicht genauso, dass du sagst, Gott, du hast dich in der Adresse geirrt. Alle möglichen Leute um mich herum empfangen den Segen, den ich dringend brauche und um den ich dich wirklich bestürme. Ich möchte dich ermutigen, dran zu bleiben. Nicht abzulassen. Weiter zu beten. Vielleicht bist du ganz, ganz kurz vor deinem Durchbruch. Unsere Freunde haben später in einer anderen Situation, in einem anderen Zeitrahmen, als sie sich das gedacht haben, auf ganz normalem Wege zwei ganz normale Kinder bekommen, zwei Mädchen. Sie sind dran geblieben am Gebet. Und ich möchte dich ermutigen, dass das genauso auch bei dir ist. Bleib dran, lass nicht locker, lass nicht zu, dass andere Segnungen bekommen und du leer ausgehst, sondern du kannst dich ausstrecken nach dem, was Gott für dich hat. Bleib dran am Gebet. Darauf liegen größte Verheißungen. Ich glaube, Gott hat viel mehr für dich.